Friedster, der Letzte der Sterne, wurde von Maria aus dem Kristallpalast am Rande der Welt befreit. Nun, mit der vereinten Kraft der Sterne kann sich Mario Bowser und dem Sternenstab stellen. Endlich ist die Zeit für den fulminanten Showdown gegen den bösen König Bowser gekommen. Kann Mario Peach retten und den Sternstab zurückerlangen? Oder bleiben alle Wünsche ungehört? Wie wär's, wenn wir es mal herausfinden? Jetzt, wo wir endlich diesen schrecklichen Bosskampf hinter uns haben, können wir ein letztes Mal noch schauen, was Peach so macht. Ah, oh Mario, ich frage mich, was er jetzt gerade macht. Ich würde gerne wissen, ob ich ihm überhaupt helfen konnte. Natürlich hast du ihm geholfen, Mann. Mario geht sicher gut. Du solltest stolz auf deine Taten sein. Mario weiß, was du für ihn getan hast. Und mach dir keine Sorgen, Prinzessin. Schon bald wirst du wieder mit ihm sprechen können. Ich hoffe, du behältst recht, Twink. Danke, dass du mich aufgeheitert hast. Lass uns wieder hineingehen. Müssen wir uns jetzt wieder rumschleichen? Oh Gott, was wird der denn hier? Oh, Prinzessin Peach! Euer knuddeliger alter Bowser ist da! Hey, du bist nicht Mario 64 Bowser, ja? Der war knuddelig. Können wir zur Abwechslung einen kleinen, freundlichen Plausch halten? Kommt schon, zeigt mir euer Lächeln! Ich habe dir nichts zu sagen! Oh, seid nicht so gemein! Ihr werdet noch lange Zeit mit mir verbringen, meine Schöne! Besser, ihr gewöhnt euch dran! Bowser, Mario kommt und du kannst ihn nicht aufhalten! Oh, ihr armes, dummes Girl! Mit dem Sternstab bin ich unbesiegbar! Wusstet ihr das nicht? Mario hat keine Chance! Er ist erledigt! Findet euch damit ab! Eure Verknalltheit. Wir haben einen Notfall. Ich hoffe, es handelt sich um etwas Wichtiges. Ich bin mitten in einer netten Plauderei mit der Prinzessin. Mario hat alle Sterne gerettet. Es besteht eine geringe Chance, dass er mit ihrer Hilfe hierher kommt. Wir müssen uns vorbereiten für den Fall, dass er hier auftaucht. Was? Mario! Gut, hör zu, Candy Cooper. Lass die Mannschaft ihre Posten beziehen. Wir bereiten einen Hinterhalt für ihn vor. Prinzessin Peach, wollt ihr dem Drama beiwohnen? Ihr dürft euch quasi aus der ersten Reihe ansehen, wie Mario zu Kleinholz verarbeitet wird. Du, ja du, fesseln sie sofort. Wenn sie nochmals erwischt werden, Köpfe rollen. Wo kommen die denn jetzt nochmal? Ich dachte, er meinte jetzt Drink. Nein, bitte! Doch, großer Cooper, zeige der Prinzessin gegenüber gefälligst Respekt. Was ist denn das für ein piepsendes, kleines, glitzendes Ding? Konfetti oder so? Da klatscht er so drauf mit den Beinen. Fort, verzieh dich! Twink! Schnappt euch die Prinzessin und jetzt los! Nein! Oh, damn. Wir müssen uns beeilen. Mein Name ist Friedstar. Mario, das hast du wirklich gut gemacht. Danke, dass du gekommen bist. Du hast uns alle hohen Sterne gerettet. Wir stehen tief in deiner Schuld. Alles, was jetzt noch für dich zu tun ist, ist Bowser gegenüberzutreten. Meine Kraft soll dir helfen. Denn den Sternstab zurückzuerobern ist nicht so einfach. Ja, du musst doch Bowser besiegen und den Frieden wiederherstellen. Und Prinzessin Peach zu retten ist auch noch deine Aufgabe. Unsere letzte Kraft. Also erstmal steigen sich unsere Sternkraft auf 7 und wir erhalten die Fähigkeit Fort und Weg. Fort und Weg lässt alle Gegner die Freuden des Sternendaseins erfahren. Hm? Was soll das denn heißen? Das müssen wir mal ausprobieren. Mario, eile zurück zum Sternschnuppengipfel. Von dort aus bereiten wir dir den Weg zum Sternenhafen vor. Der Name dieses Weges lautet Sternenweg. Bereist du den Sternenweg, wird er dich in den Sternhafen führen. Mein einziger Wunsch ist es, dass du diese Welt rettest. Du kannst es schaffen, Mario. Wir sehen uns. Wow, der Wunsch von den hohen Sternen ist es, dass wir deren Wunsch erfüllen, schätze ich. Wow, okay. Ich schätze, damit sind wir dann wirklich durch hier. Und wir versuchen jetzt abzuhauen von hier. Das war wirklich eine Erfahrung, das kann man so sagen. Okay, Fazit zu Kapitel 7.
Ich fand's ziemlich nice. No pun intended. Okay, vielleicht doch, aber auf jeden Fall fand ich's nah. Warte mal, was? Warte mal. Hab ich da gerade einen Sternsplitter gesehen? Wait. Warte mal, ich hab da gerade einen Sorry, ich bin gerade. Ich bin gerade perplex. Da war doch gerade ein Sternsplitter. Hab ich da wirklich einen übersehen? Hier. Tatsache. Oha. Jedenfalls, ja, ich fand das Kapitel gut. Ich fand es eine der besseren Kapitel. Aber das Ende musste nicht sein. Nicht nur der Boss, sondern generell der Tempel hätte ein bisschen interessanter sein können. Es war oftmals einfach nur das Gleiche immer. Aber ansonsten fand ich es ganz gut. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt gemerkt, Lucky Lester ist nicht nur der beste Partner, sondern er ist auch notwendig. Gefühlt. Es hört sich wirklich so an, als bräuchte man unbedingt Lucky Lester. Also wenn man hier so einen Run macht in diesem Spiel... Hä, wo kommt der denn her? Wenn man hier so einen Run macht in dem Spiel, wo du wirklich gar keine Partner benutzt, dann bist du wirklich super aufgeschmissen. Das kann ich sagen. Es gibt ja diese Challenge-Runs. Ich glaube, sowas würde ich nicht machen. Ich weiß es nicht. Hilfe, da will mich stecken. Ich will nicht gesteckt werden. Ich will hier raus. So. Und den Rückweg, den erspare ich euch. Wir sehen uns beim Pilzkönigreich wieder. Genau. Hey, wartet mal einen Augenblick. Könnten wir nicht theoretisch mit Cooper da reinkicken? Nee. Sah nur so aus. Okay. Es sah aber wirklich so aus wie in dem Tempel. Na gut. Ja, es ist ein langer Rückweg. Wir haben leider die Abkürzung noch nicht freigeschaltet. Warum auch immer? Ich weiß auch gar nicht, wie man die freischaltet, wenn ich ehrlich bin mit euch. Falls es überhaupt eine gibt. Ich sollte, glaube ich, auch noch mal kurz nachgucken. Wegen den Briefen. Nicht, dass da in einem Eisgebiet noch ein Brief ist für jemanden. Sternschnupfengipfel und Sternental. Ja, da müssen wir sowieso noch hin. Also, okay. Ja. Yay, Zug an der Oberfläche. Yippie! Wie sieht's aus? Gibt's neue Orden? Lohnt sich das vielleicht von meinem nächsten Level Up wieder Orden-Punkte zu machen? Erhöht Marius Hammer Angriffskraft um 3. Das ist geil. S-Schlag. Um wie viel OP reden wir hier? Ja. 2. Not bad. Aber ich bin mir tatsächlich unsicher, ob ich das machen will. Wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich habe noch den Plan, ein bisschen zu backtracken. Vor allem möchte ich zurück ins Dojo. Denn es gibt da jetzt neue Kämpfe. Ich habe ja nur 2 oder so gemacht und dann habe ich aufgehört. Keine Ahnung, wie viele es hier noch gibt, aber es gibt auf jeden Fall neue. Oh Mario, willkommen im Dojo. Was führt dich heute zu uns? Wir wollen es versuchen. Sehr schön, es wird Zeit, gegen den Meister anzutreten. Was, gegen ihn? So ist recht. Oh damn. Möge der Kampf beginnen. Ja, aber Namaste. Mit dem Tee. Oh, Scan. Ja, das ist der Meister. Ihm gehört das Dojo und er ist der stärkste Kämpfer hier. 50 KP, 6 Angriff, keine Verteidigung. Weil er der Beste im Dojo ist, muss er ziemlich stark sein. Ja, gut, ich mir ein bisschen Netz aufgespart habe. Denn der haut rein. Wortwörtlich. Okay, was haben wir denn Neues? Fort und weg. 2 nur. Das heißt, das teuerste ist wirklich der Himmelskuss. Aber okay, der Himmelskuss ist auch geil. Wandelt die Gegner in Sterne und weht sie davon. Hä? Was? Also, das ist einfach so, hey, warte mal, das lohnt sich doch gar nicht. Ich kann doch einfach, Fliehen einsetzen. Wozu soll ich dann 2 Sternpunkte verschwenden? Das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Aber gut. Ich hau mir erstmal eine rein. 8 Schaden, sehr schön. Ausgezeichnete Technik. Danke. So, du lädst dich auf. Du machst dich hier richtig strong, Kumpel. Aua.
Auf die Nase, Mann. Was soll denn das, hä? Keine Manieren gelernt in den alten Jahren. So. Mehr Energie. Tja. Yeah. Schön geblockt. So. Und ich würde sagen, jetzt Angriff. Mit dem Multikopf los. Schaut euch das an. Schaut euch den Schaden an. Oh, deshalb ist Gemari ein guter Partner, guter Begleiter. Wegen dem Multikopfnuss und dem Aufladen. Sehr gut. Jetzt verstehe ich, warum du so berühmt bist, Mario. Du bist ein meisterlicher Kämpfer. Sehr gut, ein würdiger Gegner. Ich gebe dir dies. Die Sonnenkarte. Du darfst gerne jederzeit hier wieder mit uns trainieren. Okay. Krieg ich noch was dafür? Ich glaube nicht. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Was macht denn das Item jetzt? Sonnenkarte. Beweis, dass ich im Dojo siegreich war. Gegen den Meister. Jetzt ist es im Casino. Boah, ich weiß es gar nicht. Ich könnte es mir nochmal nachschauen online. Ich weiß gar nicht mehr, wer was sehen wollte. Okay. Dann schaue ich mal, ob ich mit dem Backtracking beginnen kann. Was eigentlich mit dem Block hier? Kriege ich den eigentlich hier weg? Geht doch gar nicht weg. Ist einfach nur so. Mich stört es immer noch, dass man hier die Treppen sehen kann durch die Wand. Na gut. Ach stimmt, wir können noch mal kurz zu Luigi vorbeischauen. Das können wir noch machen. Auch wenn er im Eistempel kurz da war. Nein, das war eigentlich der echte. Prinzessin Peach wird noch immer über den Wolken gefangen gehalten, Mario. Komm schon. Du bist ein Held, Bruder. Du musst sie retten. Was mit dir? Du bist auch ein Held. Ich bin Mario Party. Jo, dann halt nicht. Okay, dann lesen wir uns mal durch. Was haben wir denn für neue Post bekommen? Von den Yoshi-Kindern. Lieber Mario, der Vulkan hat sich wieder beruhigt. Bitte komm uns wieder mal besuchen. Der Häuptling will dich auch wiedersehen. Jeder will dich wiedersehen und wir wollen mit dir spielen. Du hast sicher schon wieder viele Abenteuer erlebt. Erzähl uns deine Geschichten, die Yoshi-Kinder. Gerne, Flusterweide. Lieber Mario, wie ist es dir ergangen? Es ist so sonnig in den Blütenfeldern. Endlich herrscht hier wieder Frieden. Die Gegner, also die Typen da sehen ein bisschen aus wie so Kirby-Gegner, finde ich. Gut, das da unten könnte auch Kirby sein irgendwie. Lily ist wie gewöhnlich in ihrer eigenen kleinen Welt. Rosie hat das Gerücht in die Welt gesetzt, dass du hinter ihr her bist. Petunia singt im ganzen Land ein Loblied auf dich. Wie du weißt, komme ich nicht von hier weg, aber es reicht mir zu sehen, wie dir die Knaspis herumtollen. Viel Glück, Mario. Wir wünschen uns alle, dass sich deine Träume erfüllen. Die Flüsterweide. Ja, danke. Aber wir schauen erstmal, was Luigi so denkt über Mario. Boah, 4 neue Seiten, ey. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auch ich eine Menge Fans haben soll. Wow, was für großartige Neuigkeiten. Um ihre Erwartungen zu erfüllen, muss ich die Hauptrolle in einem Abenteuer übernehmen. Natürlich müsste mein Name im Titel stehen. Das wäre schön. Aber es wird wohl nie geschehen. Das ist ganz cool, weil das kam ja vor Luigi's Mansion raus. Ist das ein Teaser für Luigi's Mansion? Ich weiß es gar nicht. Das ist aber voll cool. Ich habe gehört, dass in Toad Town eine Tür aus dem Nichts erschienen sein soll. Man sagt, sie führt zu den Blütenfeldern oder so? Ich glaube, dass viele Blumen an diesem Ort leben. Blumen. Ich glaube, ihre Seelen werden zu Tautropfen auf Blütenblättern. Was? Jemand hat mir erzählt, dass sich ein Weg öffnen würde, wenn man einen Schal, einen Eimer einsetzen würde. Ein Schal für einen Schneemann? Wird er dann nicht schmelzen? Oha. Gestern, als ich in meinen geheimen Keller wollte, bin ich in der Falltür stecken geblieben. Oh, nicht schon wieder. Habe ich sie zu sehr strapaziert oder bin ich dicker geworden? Ich sollte sie ölen, damit sie leichter öffnen sich. Oh oh, nicht, dass Luigi herausfindet, dass wir bei seinem Tagebuch schnüffeln. Oh oh. Ich möchte zu Bett gehen. Ja, komm, schlafen wir. Eine Runde. Nickig. Okay, ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem Backtracking an. Ich bin wieder bei Gumbafurt und hier links haben wir unser Spiel begonnen. War das hier nicht links? Okay, nee, da war das nicht hier links, sondern da unten links, glaube ich.
Naja, stimmt. Hier war ja dieses Gitter, wo wir dann geflohen sind. Und hier haben wir begonnen. Genau. So, hier ist Mario auf die Schnauze geflogen. Und wie die Bodenplatten funktionieren, ist folgendermaßen. Wir haben eine Stampfattacke. Und dann sieht man, wenn man in der Nähe war... Oh, da wackelt was auf dem Boden. Da muss man ungefähr am Rande von dieser Bodenplatte stampfen. Und dann kommt das Sternenstück raus. Der Sternensplitter, genau. Keine Ahnung, was es von Mario heißt, dass der auf dieses Ding hier gelandet ist. Aber, ja, okay. Oh, hey, hier, wo wir unseren Hammer verloren haben, ist einer von diesen Blöcken. Ob der um was versteckt? Nee? Sicher? Mir habe ich gedacht, hier wäre vielleicht was. Ja doch, hier ist was. Aber der Block hat irgendwie nichts gebracht. Na gut. Dennoch, hier ist noch ein weiteres Sternensplitterstückchen. So, und by the way, die ich gesammelt habe im Let's Play, die schon habe, die werde ich euch alle nicht zeigen. Ich sage euch größtenteils nur die Bodenplatten, weil das sind die einzigen, die ich nicht habe. Ja. Hier bei dem Baum, wo der Goomba-König war, nachdem man ihn besiegt hat, spawnt hier ein Sternensplitter. Also vorher wird er hier nicht erscheinen. Ich meine, ich habe das auch schon ausprobiert und dann war da halt auch nichts. So, und wenn wir noch ein wenig weitergehen, ja, ein wenig, bisschen mehr noch, gibt es hier gleich noch ein Splitter. Ich muss mal überlegen, wo der war. Ah, ich Idiot, das ist direkt nach der Brücke, direkt hier vorne. Aber eine Stampfattacke machen, hier ist es, okay, perfekt. So, ein bisschen mehr an den Rand und da haben wir es. Ja, genau. In Toadtown selber können wir auch noch mal ein paar finden, denn hier in diesem riesigen grünen Gebüsch befindet sich zum Beispiel auch einer. Oder auch, wenn wir wieder zurück nach links gehen, hier bei den Frauen. Ja, ja, die verstecken immer was vor mir. Bam! Ja, hab's herausgefunden. Ja, was sagt er jetzt? Direkt vor dem Wachen gibt es hier an der Stelle noch eine... Tudum. Beim Gleis haben wir hier irgendwo in der Nähe noch eine Bodenplatte. Ah, hier ist eine. Okay. Ich wusste nicht genau wo, ich wusste nur hier irgendwo auf diesem braunen Weg. Ach komm, das war doch. Hm? Bitte? Wieso? Da Gumbare draufsteht oder was? Oder ist das egal? Komm schon, Spiel. Danke. Wer das so komisch programmiert? Manno. Beim Hafen gibt es neben dem Speicherblock eine weitere Rüstung im Boden. Dankeschön, geht doch. Und du hast mir nichts gesagt, Kollege, schäm dich. Ach, stimmt ja. Hier konnten wir ja vorher nicht weiter, aber jetzt, wo wir Sushi haben, seit, glaub, vorletztem Kapitel oder so, könnten wir eigentlich auch hier rüber. Und ich meine, warum nicht? Da ist ein Sternensplitter. Ich möchte ihn gerne haben. Ich möchte am Ende des Spiels sehr gut dastehen. Also nehme ich das mit und nicht so eine Röhre. Okay, gucken wir uns das auch nochmal an. So, aber erstmal nehmen wir das hier mit. Yay, Sternensplitter! So. Oh, wir werden später so coole Orden haben, glaube ich. Ja, ja. Das kann was werden. Okay, hier kann man, nachdem man Sushi hat... hin. Und was erwartet mich hier, hä? Ernsthaft, der ganze Aufbau für das? Naja, gut. Ist geschenkt, schätze ich, sobald man das hier gefunden hat. Ja, okay, komm, Sushi hat es sich verdient. Sie hat mir das ja hier gezeigt. So, fehlen nur noch zwei von den Blöcken und dann haben wir alle. Wirklich nicht schwer und hat auch wirklich nicht lange gedauert. Na gut. Mehr war ja wohl nicht. Dann hauen wir wieder ab. Schade, hätten ein bisschen mehr Hand machen können, finde ich. Oh, stimmt. Ich kann gar nicht weitermachen. Hier war auch dieser große, böse Typ. Ja, den müssen wir erstmal besiegen. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich guck mal ganz kurz in meinem Item-Sortiment, ob ich noch irgendwas Lustiges habe. Und dann können wir vielleicht einen Kampf versuchen oder so. Ich weiß nicht, Mann. Okay, ein bisschen doof. Ich habe jetzt eigentlich nur einen Rocker Kick mitgenommen, weil die sind richtig gut und mittlerweile können wir die auch benutzen. Ich habe keine Erinnerung mehr, wie stark der war. Ich würde es einfach mal probieren. Hey, du da, bist du dir sicher, dass du mich da mal angreifen willst? Du kennst mich doch, ja? Zahlen oder nix?
Aber keine noch Zahlen, schätze ich, aber... Ich glaube, es wäre besser, wenn wir... Zahlen? Nein, kämpfen. Ich glaube, es wäre dennoch besser, wenn wir ihn bekämpfen. Vor allem, weil wir dann auch noch XP bekommen dadurch. Und auch zeigen, dass wir stark genug sind für das Spiel. Kurz scannen, damit ich weiß, wie viel Dings er hat. Das habe ich ja schon mal durchgelesen irgendwann. 70, 10 Angriff, 6 Verteidigung. Okay, der war viel zu stark und macht so viel Damage auch. Oh Gott, 70. Der hätte eigentlich der Boss sein müssen aus dem letzten Chapter, oder? Naja, wie auch immer. Ich schätze, ich greife ihn erst einmal an. Guck mal, wie viel Schaden ich mache. Gar keinen Schaden. Ah, schon, man muss erstmal umkippen. Ah, und dann greift er aber nochmal angreifen. Okay. Aber da war das Problem, dass meine Partner dann die ganze Zeit... das ist doof. Das ist natürlich doof. Was anderes kann ich ja nicht machen. Hm? Habe ich mich hier verschätzt? Der Items, wie gesagt, ich habe nichts Gutes gefunden und hier in dem Laden in der Stadt gibt es nichts. Aber, ja, keine Ahnung, was ich da hingegen mache. Muss ich in irgendeine andere Stadt hin? In den Buhu-Laden zum Beispiel oder so. Da glaube ich, gute Items. Wenn der Mario angreift, ist okay, aber wenn er meinen Partner angreift, dann geht das gar nicht. Und dann kann ich nichts machen. Das ist gar nicht gut. Ich muss eigentlich wirklich nur noch warten, bis Gumbario wieder was machen kann. Außer er macht es wieder irgendwie so, dass Gumbario länger nichts machen kann. Das wäre ziemlich doof. Aber jetzt. Nein, immer noch nicht. Ernsthaft? Komm schon. Am besten dann einen Multi-Jump oder so mit Gumbario machen. Oder? Wäre jetzt so meine Idee, mein Plan. Bitte mach nicht die Koopa-Scheuer-Attacke, sonst kann ich sie eigentlich komplett vergessen. Okay, den macht er nicht. Ich bin wirklich am Überlegen, lohnt sich das, diesen Kampf zu machen, oder sollte ich ihn wirklich bezahlen? Ha. Okay, umkippen. Bonk. Schön. Mal schauen, wie viel Schaden wir machen mit dem Multikopfnuss. Ernsthaft? Gar keinen Schaden? Machen gar keinen Schaden? Hä? Müssen wir ihn bezahlen? Geht das irgendwie nicht anders oder so? Okay, warte, kann ich ja zumindest fliehen? Nö. Na, muss ich wohl resetten. Okay, dann will ich mal sehen, was passiert, wenn man ihm zahlt. Hey, du mit der roten Mütze, du hast doch bestimmt ganz viel Geld, oder? Komm schon, gib mir was. Ja. Ah, mich gefreut, mit dir Geschäfte zu machen. Oh, das Klimpern der Münze ist so herzallerliebst. Bitte, geh nur weiter. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Ich hoffe nicht. Bitte geh nur weiter. Also er hat mir jetzt wirklich 100 Münzen abgezockt, was nicht wirklich wenig ist in diesem Game. Damit ich jetzt weiter kann. Okay, gut, dann kann ich jetzt zumindest nach den Sachen suchen. Oder wird er jetzt wieder da stehen, wenn ich jetzt zurückgehe? Das kann er nicht machen, oder? Der ist ja nicht einmal nur. Ernsthaft? Nein, dann werde ich nicht bezahlt. Dann werde ich das wieder resetten. Auf gar keinen Fall. Okay, ich habe ja mal online durchgelesen, was denn andere Leute hier in dieser Situation machen, was zum Beispiel eine gute Taktik ist und so. Und das wollte ich gar nicht. Jetzt muss ich wieder resetten. So, und was andere Leute hier machen. Und die Taktik, die zeige ich euch jetzt. Also erstmal muss ich ihn scannen, das ist halt immer so ein Ding. Das geht ganz schnell, so. Und wir wollen unseren Charakter wechseln zu Watt. Denn Watt hat die Fähigkeit, durch die Verteidigung von Gegnern durchzuangreifen. Oder anzugreifen. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, und was man am besten gegen Kent macht, also Kent Cooper, so heißt er, ist, man benutzt irgendein Item oder eine Fähigkeit, wie von den Sternenfähigkeiten, dass er einschläft oder paralysiert ist. Wir haben doch hier das Wiegenlied. Und das ist das einzige Mal, dass es hier nützlich vorkommt. Klar, es ist keine 100% Wahrscheinlichkeit, aber es sollte hoffentlich reichen. Darauf wäre ich tatsächlich nicht gekommen. Deshalb ist das gut, dass ich mir das erstmal durchgelesen habe. So, jetzt schläft der Kollege 4 Runden lang, denn der ist ein großer Schläfer. Und ich habe jetzt leider was nicht gelevelt ab, das hätte ich vielleicht machen sollen, aber egal. Wir haben hier, umgeht die Verteidigung und greift mit Elektrizität an. Das, was wir haben wollen. Bam.
ja, macht nicht viel Schaden. Ich habe, wie gesagt, was nicht wirklich gelevelt, aber ist trotzdem besser als nichts. Und ich schätze, ich versuche mal einen Stampfer. Ist er trotzdem? Er ist trotzdem geschlafen. Das ist sehr gut. Da kann ich Mario auch noch gleich ein bisschen Damage machen, während er schläft. Bam. Ich habe sagen, so ein bisschen mehr drauf, die Attacke. Sehr schön. Ja, also wozu immer wieder 100 Münzen zahlen? Einfach draufhauen. Gewalt. Löst man sich hier die Probleme in diesem Game. Was lernt man daraus? Holt euch ganz viele Partner. Und dann setzt eure Special Abilities ein. Immer um eure Gegner auszutricksen. Haha. So, er wacht jetzt auf, glaube ich. Ja, nach dem Angriff hier. Da muss ich ihn ganz schnell wieder einschläfern, bevor er irgendeinen Blödsinn macht. Aber schaut mal, wir haben jetzt schon 20 Schaden ihm abgezogen. So, jetzt mache ich das Wiegenlied. Und wenn es sein muss, kann ich auch ein bisschen fokussen zwischendrin. Aber eigentlich sollten jetzt die 7 Reihen an Sternenergie, die wir bisher haben, vollkommen ausreichen. Ich glaube, der ist hier schon seit... wann war das? Mit der Yoshi-Insel. Seit Kapitel 6, glaube ich. Auf jeden Fall nach der Yoshi-Insel ist er hier, glaube ich. Vielleicht ist er auch schon vorher hier. Keine Ahnung. Ich weiß es erst seit dann. Ich glaube, ein Hammer macht keinen Schaden. Würde mich wundern. Wäre aber lustig, wenn man ihn so wegkicken würde. Und warum greift Mario eigentlich oben an so... ja, Richtung Bauch an und nicht unten... Nee, oben Richtung Brustkorb und nicht unten Richtung Bauch. Warum macht Mare sowas Komisches? I don't get it. Na egal. Oh. Ich glaube, das ist der ganze Kampf. Ich schätze, ich spüre euch das jetzt vor. Ihr wisst ja jetzt, was zu tun ist. So, und das war dann auch so ziemlich dieser Kampf. So macht er den super easy platt. Und mehr gibt's nicht zu sagen. Das war's. Bam, fertig, aus und vorbei. Und wir kriegen doppelte Erfahrungspunkte. Wie perfekt. Oh mein Gott. Und die Kraft ist weg. Ist nicht so schlimm, wir werden sowieso dahin noch hin backtracken. Aber nervt mich trotzdem wenig. Level up! Was machen wir als nächstes? Das ist eine gute Frage. Ich will eigentlich OP-Schaden machen. Ich mach mal OP. Auch wenn ich noch keine Orden habe, wir werden noch welche holen. Fahr mit den Sternsplittern gleich. Wow, du musst wirklich stark sein. Ich meine, du hast einen Kerl von meiner Größe besiegt. Ich glaube, da muss ich wohl aufgeben. Bis später. Genau, heul zu deiner Mami. Und beim nächsten Mal gucken wir uns dann hier im Cooperfort durch mit ein paar Sternsplittern und auch noch in allen anderen Chaptern, wo wir bisher waren. Nächste Folge wird ein komplettes Collect davon, ja. Seid gespannt und vielleicht sehen wir dann auch noch am Ende der nächsten Folge im Sterntal, wer weiß.